Der mächtigste Staat der Erde, die City of London. Ich zitiere aus der amerikanischen Verfassung. Der König von Großbritannien hat die Rechtsprechung behindert. Er hat Richter von seinem Willen abhängig gemacht. Er hat eine Vielzahl neuer Verwaltungen eingerichtet und Schwärme von Beamten entsandt, um unser Volk zu schikanieren und sein Vermögen zu verzehren. Er hat unsere Meere geplündert, unsere Küsten verwüstet, unsere Städte verbrannt und das Leben unseres Volkes zerstört. Wir, das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika, verfügen und errichten diese Verfassung, um eine vollkommene Union zu bilden, Gerechtigkeit zu schaffen, in innerem Frieden zu leben, eine gemeinsame Verteidigung zu ermöglichen, den allgemeinen Wohlstand zu fördern und die Segnung der Freiheit für uns und unsere Nachkommen zu sichern. Wir glauben, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten wie Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück ausgestattet sind. Im festen Glauben an den Schutz der göttlichen Vorsehung verbürgen wir einander unser Leben, unser Vermögen und unsere geheiligte Ehre. Zitat Ende. Das ist, ich habe verkürzt zitiert, eine starke Vision der amerikanischen Verfassungsväter im Jahre 1787. Glück durch Freiheit könnten wir darüber schreiben. Der König von Großbritannien war entsetzt, die mächtigen Männer Londons, Kreditgeber des Königs und Eigentümer der größten Bank der Welt, nahmen die Nachricht von der Unabhängigkeit Amerikas aber mit großer Freude auf. Das Boston Massaker. Vorausgegangen war der Tea Act der britischen Krone im Jahre 1767. Die Siedler waren im britischen Parlament nicht vertreten. Deshalb konnte Großbritannien in seinen amerikanischen Kolonien keine Steuern erheben und betrieb eine Ausbeutung über Zölle. Am 16. Dezember 1773 enterten amerikanische Widerstandskämpfer Schiffe der East India Company, die im Hafen von Boston lagen, und warfen die Teeladungen ins Hafenbecken. Britische Truppen fielen ein und richteten ein Massaker an, das als Boston Massaker in die Geschichte eingegangen ist. Die von militärischer Gewalt erzwungenen Zölle sind nach dem Massaker erhöht worden. Die militärische Aktion hat das Monopol der East India Company verteidigt. Aus dem Kriegsgrund Tee von damals ist der Kriegsgrund Öl von heute geworden. Das Militär verteidigt nach wie vor private Monopole. Für die Tea Party-Bewegung der aktuellen US-Politik ist dieses Massaker der Auslöser für den Unabhängigkeitskrieg 1775 bis 1776. Das aber ist eine gezielte Verbrämung, die den wahren Grund vernebeln soll. Auslöser der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung war das Verbot der Colonial Scrips durch den britischen König George. Colonial Scrips waren Berechtigungsscheine, die in der Kolonie zum Tauschen von Waren benutzt wurden. Eine komplementäre Währung, mit der die Kolonisten auch ohne die Pfund-Sterling-Noten der 1694 gegründeten privaten Bank of England einkaufen und verkaufen konnten. Die Londoner Bankiers beherrschten Europa, aber Amerika aber beherrschten sie noch nicht. Hermann Fürst Pückler Muskau meinte 1828, ohne die Rothschilds könne keine Macht in Europa Krieg führen. Und Heinrich Heine schrieb 1841, Zitat, Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild ist sein Prophet, Zitat Ende. Die wertvollste Kolonie Großbritanniens war gottlos geworden. Das durfte nicht so bleiben. Ein Brief aus London. Am 25. Juni 1863 haben die Gebrüder Rothschild aus London einen Brief an die Herren Eckelheimer, Morton und Fenergold in 3 Wall Street, New York City geschrieben. Ich zitiere. Ein gewisser John Sherman aus Ohio hat uns dargelegt, wie ein kürzlich erlassenes Dekret des Kongresses Gewinne durch Operationen der Nationalbank ermöglicht. Eine Kopie des Dekrets war dem Brief von Herrn Sherman beigefügt. Offensichtlich ist dieses Dekret entsprechend dem Plan verfasst worden, den die britische Bankiersvereinigung formuliert und ihren amerikanischen Freunden empfohlen hat. Dabei hatten wir darauf hingewiesen, dass sich aus diesem Plan, wenn er Gesetzeskraft bekäme, große Gewinne für die Bankiers auf der ganzen Welt ergeben würden. Mr. Sherman erklärt, dass dieses Gesetz den Kapitalisten eine einmalige Gelegenheit zur Akkumulation von Geld bietet. Das Gesetz überträgt fast die gesamte Macht über die Finanzen der Nation auf die Nationalbank. Mr. Sherman sagt, dass von den Personen, die das System verstehen und an den Profiten interessiert sind, und von denen, die von seinen Vorteilen abhängen, kein Widerstand zu erwarten ist.
Die große Masse des Volkes aber ist intellektuell unfähig, die gewaltigen Vorteile zu erkennen, die das Kapital aus dem System zieht, und wird seine Bürde ohne Murren tragen, vielleicht ohne zu ahnen, dass das System gegen seine eigenen Interessen ist. Ihre ergebenen Diener, Gebrüder Rothschild. Zitat Ende. Die amerikanischen Bankengesetze von 1863 bis 1865 haben einigen Banken bei der Ausgabe von Banknoten ein Monopol eingeräumt. Das Haus Rothschild aus London hielt das größte Aktienpaket der ersten amerikanischen Bank, die amerikanische Staatsschulden verwaltete. Das von ihr ausgegebene Geld konnte bis zu 90% mit Staatsanleihen gedeckt sein. Ein Mörder flieht nach London. Der amerikanische Präsident Abraham Lincoln wollte sich bei dem Bankenmonopol nicht verschulden und keine Schuldzinsen zahlen. Den Bürgerkrieg 1862 bis 1865 finanzierte er mit Scrips, die er Greenbacks nannte. Der Historiker William Engdahl berichtet, dass alle Beweise, die über die Ermordung von Lincoln vorliegen, auf die Banker der Londoner City und das Haus Rothschild deuten. Der Mordanschlag von John Wilkes Booth ist von Judah Benjamin finanziert worden. Benjamin flüchtete nach Großbritannien, erhielt dort Asyl und lebte bis zu seinem Tod unbehelligt und in Wohlstand in London. 1910 trafen sich 7 illustre Banker unter absoluter Geheimhaltung auf der Insel Jekyll Island vor der Küste Georgias. Um ihre Identität auch vor den Dienern zu verbergen, redeten sie sich nicht mit ihren Namen an. Nach den Anregungen aus London vor 50 Jahren bereiteten sie einen Gesetzentwurf vor, der einer privaten Bank das nationale Geldmonopol übertragen sollte. Präsident William Howard Taft, ein Republikaner, hätte ein solches Gesetz nie unterschrieben. Die Banker kauften sich einen Kandidaten gegen das Versprechen, ein solches Gesetz zu unterschreiben, wenn sie ihn zum Präsidenten machen würden. Den Demokraten Woodrow Wilson. Sie gründeten eine neue Partei, die Progressive Bull Moose Party, deren Wahlkampf sie mit gewaltigen Summen förderten, um Tafts Republikaner zu spalten. Die Rechnung ging auf, 1912 wurde Wilson gewählt und seine Partei erlangte auch die Mehrheit im Kongress und im Senat. Viele Tage vor Weihnachten mussten die Abgeordneten mit ihren Kutschen und Pferden in ihre Heimat aufbrechen. 2 Tage vor Heiligabend wurde der Gesetzentwurf in fast einer leeren Sitzung des Kongresses verabschiedet und wenige Stunden später von Präsident Wilson unterschrieben. Die amerikanische Nationalbank war errichtet. Diese Bank nennt sich heute Federal Reserve, kurz Fed genannt. Sie ist aber weder föderal noch national, sondern privat und gehört über Zwischenstufen einigen mächtigen Familien. Unglück durch Knechtschaft. Die Vision der amerikanischen Verfassungsväter vom Glück durch Freiheit hat sich in ein Unglück durch Knechtschaft verwandelt. Die Produktion von Geld geschieht heute nicht mehr über die Ausgabe von Banknoten, sondern unter anderem durch den Kauf von Staatsanleihen. Dem Staat wird ein Guthaben als Kredit zugeschrieben, das er vor Zins zurückzahlen muss. Der amerikanische Staat ist bei seiner Fed so hoch verschuldet, dass er handlungsunfähig ist. Es sei denn, die Fed produziert auch weiterhin das Geld, das der Staat benötigt. Das tut sie immer dann, wenn die Regierung ihre Vorgaben erfüllt. 1926 hat Präsident Franklin D. Roosevelt deshalb gezetert, Zitat, wir kämpfen seit 4 Jahren erbittert gegen die Hochfinanz und die Wirtschaftsbosse, die gewissenlosen Spekulanten und Kriegsprofiteure. Sie alle haben sich daran gewöhnt, die amerikanische Regierung als Anhängsel ihrer Geschäfte zu betrachten. Vom organisierten Geld regiert zu werden, ist genauso gefährlich wie von der Mafia regiert zu werden. Zitat Ende. Die Fed ist so mächtig, dass weder die Regierung der Vereinigten Staaten noch der Kongress oder das Repräsentantenhaus ein Recht haben, in ihre Bücher zu schauen. Die Deutsche Bundesbank verfügt über die zweitgrößten Goldreserven der Welt. Der größte Teil dieser Goldbarren lagert in den Kellern der Fed. Auch hier ist eine Inventur offenbar nicht durchsetzbar und die Bundesbank verweigert jede Auskunft dazu. Der letzte amerikanische Präsident, der die Fed entmachten wollte, hieß John F. Kennedy. Am 4. Juni 1963 hat er den Executive Order Nummer 11.110 unterschrieben, eine Verordnung, die es der US-Regierung ermöglichte, eigenes, durch Silber gedecktes Geld herauszugeben, die United States Note, anstatt Zinsen für Federal Reserve Notes zu bezahlen. 1963 kursierten vorübergehend Dollarnoten von 2 verschiedenen Emittenten. Originalexemplare und Abbildungen, die dies belegen, sind auch heute noch leicht zu finden. Sie unterscheiden sich vor allem durch den mittigen Schriftzug oben. Auf dem Staatsgeld steht United States Note,
auf dem Privatgeld der Fed steht Federal Reserve Note. Nach offiziellen Angaben wurde Kennedy am 22. November 1963 durch die Kugel eines geistig verwirrten Einzeltäters getötet. Kennedys Stellvertreter und Nachfolger Lyndon B. Johnson hat in seiner ersten Amtshandlung Executive Order Nummer 11.110 ausgesetzt. Das Staatsgeld wurde aus dem Verkehr gezogen und seither hat sich kein US-Präsident mehr in die höhere Politik eingemischt. New York mit dem Finanzzentrum in der Wall Street untersteht amerikanischen Gesetzen und unterliegt amerikanischer Gerichtsbarkeit. In einer Demokratie sind das Unwägbarkeiten, die dem Kapital nicht geheuer sind. In einer Theokratie ist das anders. Das altgriechische Theos heißt Gott und Kratein heißt Herrschen. In einer Gottesherrschaft, einer Theokratie, vollstrecken diejenigen den göttlichen Willen, die sich als seine Diener sehen. Das tut Lord Blankfein, der Vorstandsvorsitzende der Investmentbank Goldman Sachs, der von sich gesagt hat, Zitat, ich bin ein Banker, der Gottes Werk verrichtet. Zitat Ende. Diese Bank, durch deren Schule auch EZB-Präsident Mario Draghi gegangen ist, schafft kein Werk für die Menschen. Nachdem der Investmentmanager Greg Smith bei Goldman Sachs gekündigt hat, berichtet er im März 2012 in der New York Times, dass die Vorstände dieser größten Bank der Welt sich über ihre Kunden lustig machen und sie als Deppen bezeichnen. Der Vatikan ist keine Demokratie. In der Antike wurde das sumpfige Gebiet auf dem rechten Tiberufer zwischen der Milvischen Brücke und der heutigen Ponte Sisto Vatikan genannt. Der Staat Vatikanstadt ist mit 44 Hektar und etwa 1000 Einwohnern heute der kleinste unabhängige Staat der Welt. Staatsoberhaupt, Legislative, Exekutive und Judikative in Personalunion ist der Papst. Eine Natursteinmauer auf dem Petersplatz, die zwei Flügel eines Säulengangs verbindet, ist die Staatsgrenze. Innerhalb dieser Mauern können Geschäfte abgewickelt werden, die höchster Diskretion bedürfen. Das als Vatikanbank bezeichnete Istituto per le Opere di Religione ist im Besitz des Heiligen Stuhls. Ende der 70er Jahre sind undurchsichtige Geschäfte dieses Instituto aufgedeckt worden. Dem damaligen Leiter, Erzbischof Paul Casimir Marquinkus, wurden Verbindungen zur Mafia und zu südamerikanischen Drogenkartellen nachgesagt. Die Vatikanbank war eng verflochten mit der Banco Ambrosiano und ihrem Präsidenten, dem Bankier Gottes genannten Roberto Calvi. Calvi errichtete Briefkastenfirmen auf den Bahamas und in Panama. Mit Wissen von Erzbischof Marquinkus sind über diese Scheinfirmen große Summen aus dem südamerikanischen Kokainhandel verschoben worden. Gegen eine Zahlung der Vatikanbank in Höhe von 224 Millionen Dollar hat die italienische Justiz die Untersuchungen im Zusammenhang mit Roberto Calvi und der Banco Ambrosiano eingestellt. Roberto Calvi ist am 17. Juni 1982 in London ermordet worden. Seine Sekretärin Graziella Corocer ist am gleichen Tage in Mailand ermordet worden. Diese Morde sind dem Vatikan angelastet worden. Der Vatikan unterliegt aber nicht italienischen Gesetzen. Er ist ein eigener Staat. Deshalb sind Ermittlungen der italienischen Justiz in dieser Sache beim Vatikan nicht möglich. The City of London Corporation. Kaum jemand weiß, dass auch die City of London, der größte Finanzhandelsplatz der Welt, extraterritoriales Gebiet ist und nicht zu Großbritannien gehört, auch wenn die City im Gegensatz zum Vatikan keinen eigenen diplomatischen Dienst unterhält. Wenn die Queen die City of London im Volksmund Square Mile, Quadratmeile genannt, betreten möchte, muss sie sich wie bei einem Staatsbesuch anmelden. An der Grenze der Quadratmeile wird sie vom Oberhaupt der City empfangen. Seit 2008 ist Boris Johnson Major, also Oberbürgermeister von London. Aber die City of London gehört nicht dazu. Das Oberhaupt der City of London trägt einen anderen Titel, Lord Major. Dieses Gebilde mit 8000 Einwohnern wird von der City of London Corporation betrieben. 241 ausländische Banken haben ihren Sitz in der City. Brokerfirmen und Investmentbanken der USA haben große Teile ihrer Kundenvermögen dorthin ausgelagert. Oberhaupt der City und Chef ihrer Corporation ist zurzeit Sir Alderman David Wooten. Er wird gewählt, wobei jeder Bewohner der City eine Stimme hat. Die dort ansässigen Unternehmen haben aber insgesamt 23.000 Stimmen und damit immer eine Dreiviertelmehrheit. Der Lord Major residiert mit seiner Familie in Manson House. Er empfängt Staatsoberhäupter, Regierungschefs und die Vorstandsvorsitzenden von Weltkonzernen in der City. Er übernimmt etwa 20 Auslands- und Überseereisen im Jahr. Dabei will er die Welt von den Werten der Liberalisierung und von den Segnungen deregulierter, offener, globaler Finanzmärkte überzeugen.
die Finanzdienstleistungen der City anpreisen und das Kapital der Welt nach London lenken. Britische Gesetze greifen in der City nicht. Die City of London Corporation hat eine eigene Staatlichkeit, eigene Gesetze und überwacht sich selbst. Ihre Manager handeln mit Wertpapieren und Devisen über alle Grenzen hinweg, aber kein Gericht kann sie belangen und keine Regierung ihre Geschäfte kontrollieren. Citibanker sagen, dass die moderne Ära der City im Jahr 1067 begonnen habe und älter sei als das Parlament. Sie habe ihre Wurzeln in uralten Rechten und Privilegien, die die Bürger vor der Eroberung Englands durch die Normannen im Jahr 1066 genossen haben. Seit 1000 Jahren sei die City die Hauptquelle für Darlehen an die Monarchen gewesen. Oft in der Geschichte hat die britische Regierung Zivilisten für die Navy zwangsrekrutiert. Der Lord Major brüstete sich im 19. Jahrhundert damit, dass die Rekrutierer sich nie in die City getraut hätten. Ein Coup verlängert das Weltreich. Die Geschichte des britischen Empires ist in erster Linie eine Geschichte des Finanzkapitals und der City of London. Aufgrund ihrer Stellung im Kolonialsystem ist die City zu allen Zeiten eine Bastion des Widerstands gegen jegliche Form des regulierten Kapitals gewesen. 1956 hat der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser den Suezkanal verstaatlicht und damit der Vormachtstellung Großbritanniens bei der Kontrolle des Welthandels einen Schlag versetzt. Gemeinsam mit Israel und Frankreich versuchte Großbritannien, dies mit militärischer Gewalt rückgängig zu machen. Die Rückeroberung der Kanalzone misslang, die Position des Pfund Sterling als internationale Leitwährung war bedroht. 40% des Welthandels wurden damals in der britischen Währung abgewickelt. Der Kapitalabfluss ins Ausland in der Folge dieser Niederlage bereitete der britischen Regierung Sorge. Sie wollte die Vergabe von Auslandskrediten in Pfund Sterling begrenzen, auch um Gelder in die heimische Wirtschaft zu lenken. Die City war aber nicht an der heimischen Wirtschaft interessiert, sondern an der Fortsetzung der Weltherrschaft mit anderen Mitteln. Die Nationen in einer Schuldknechtschaft gefangen halten, auch wenn das den Zusammenbruch der Industrie im Geburtsland der industriellen Revolution bedeuten würde. Das Verbot der Regierung zur Vergabe von Auslandskrediten in der britischen Währung von Sterling konnte sie nicht verhindern. Und so vergab sie jetzt Auslandskredite in Dollar. Nach dem Währungsabkommen von Bretton Woods war es allein nationalen Notenbanken erlaubt, ihre eigene Währung herauszugeben. Nur die Bank deutscher Länder, die spätere Bundesbank, durfte D-Mark-Kredite vergeben. Nur die amerikanische Notenbank Fed durfte Dollarkredite vergeben. Aber weil die City nicht zu Großbritannien gehörte, konnte die britische Notenbank, die Bank of England, nicht eingreifen. Auch die amerikanische Notenbank und die US-Finanzaufsicht konnten nicht eingreifen, denn die City gehörte auch nicht zu den USA. So ist unter dem Bruch internationaler Währungsverträge ein britischer Dollarmarkt entstanden. Weil die City aber kein Teil Großbritanniens ist, wird er auch nicht so genannt. Die City liegt aber auch nicht auf dem Mond, sondern ein Blick auf die Weltkarte offenbart das Erstaunliche in Europa. Deshalb wurde dieser Finanzmarkt Euro-Dollar-Markt genannt. Es ist der Dollarmarkt der City of London. Mit dem viel später geschaffenen Euro hatte und hat er nichts zu tun. Der Trick mit Kettenkrediten. Die meisten Menschen sind schon einmal mit Kettenbriefen in Berührung gekommen. Sie informieren eine Person und fordern sie auf, die Information an 10 Leute weiterzugeben. Jeder von diesen soll sie wieder an 10 Leute weitergeben und so fort. Wenn wir ein Drittel Überschneidungen einrechnen, haben sie nach 10 Durchgängen theoretisch jeden Menschen auf dem Planeten erreicht. In der City of London heißt dieses Spiel Rehypothecation. Und das funktioniert so. Sie kaufen ein Haus für 500.000 und nehmen bei einer der Citibanken einen Kredit über diesen Betrag auf. Weil sie kein Eigenkapital haben, überschreiben sie das Haus der Bank und erhalten die 500.000. Die Bank hat ihr Haus als Sicherheit in ihren Büchern und vergibt mit dieser Sicherheit auch ihrer Freundin 500.000 für deren Hauskauf. Auch ihrer Freundin muss das Haus als Sicherheit abtreten. Das dient dann als Sicherheit für ein drittes Haus, das ihr Vater kaufen will. Sie können das Spiel so lange fortsetzen, bis alle Immobilien der Welt an die City of London verpfändet sind. Wenn dann jemand seinen Kredit nicht vertragsgemäß bedienen kann, gehört die Immobilie der Bank. Weil das ein nettes Spiel ist, haben viele Amerikaner ihr Geld nach London geschickt. Dort vermehrt es sich schneller. 1963 wollte US-Präsident Kennedy das verhindern, aber auch er konnte die Massenflucht des Kapitals nicht aufhalten. Das Fluchtkapital der Welt versammelt sich seitdem in der City of London, wird dort legalisiert und schwärmt aus, um das verlorene Weltreich erneut zu erobern.
die Narbe der globalen Finanzdrehscheibe. In der Narbe eines Fahrrads kommen alle Speichen zusammen. Der Antrieb bewegt beim Hinterrad nur die Narbe, aber das ganze Rad dreht sich und treibt das Fahrrad an. Die City of London ist die Narbe eines globalen Finanzrades, dessen Speichen es mit Inseln auf der ganzen Welt verbinden. Den Kanalinseln Jersey und Guernsey, direkt vor der französischen Küste. Der Isle of Man zwischen Schottland und Irland, den Felsen Gibraltar am spanischen Festland gegenüber Nordafrika, den Bermudas vor der amerikanischen Ostküste, den Bahamas vor der Küste Floridas, den Turks und Caicoi-Inseln südlich, südöstlich der Bahamas, den Cayman-Inseln zwischen Kuba und Mexiko, den Virgin Islands östlich von Puerto Rico in der Karibik und einigen Atollen, die Großbritannien in der pazifischen Südsee geblieben sind. In diesen Inselstaaten hat die Bevölkerung nichts zu sagen, das Kapital ist allmächtig. Wer das auch nur anspricht, wird unerbittlich verfolgt. Der Senator und Minister von Jersey, Stuart Surratt, ist deshalb verhaftet worden und hat Jersey als das Nordkorea des Ärmelkanals bezeichnet. Die politischen Verhältnisse auf den anderen Inseln sind kaum anders. Die City of London selbst ist dabei eine an der Themse verteute Offshore-Insel, der eine Freiheit zur Verfügung steht, die viele andere Offshore-Inseln neidisch macht. Eine Analyse über die Möglichkeiten einer Verwaltungsreform Londons stellt fest, würden wir einer strikten Logik folgen, so sollten wir eine Verschmelzung der City und Westminsters empfehlen. Doch die Logik hat ihre Grenzen und der Status der City liegt außerhalb dieser Grenzen. Diese Inseln sind Kronkolonien, die noch weniger zu Großbritannien gehören als die City of London. Es sind Inseln mit ihren eigenen Gesetzen, ihren eigenen Regierungen und sie sind Privateigentum der Krone des Vereinigten Königreichs. Der Gouverneur in jedem dieser Inselstaaten vertritt die Krone. Die Inseln werden Offshore genannt, jenseits der eigenen Küste, der eigenen Gesetze, der eigenen Kontrolle. Das Gegenteil von Offshore ist Onshore. Die Onshore-Wirtschaft ist die an Land, die Produkte und Dienstleistungen anbietet, die nützlich sind und unser Leben erleichtern. Der Offshore-Finanzsektor hilft nur der Onshore-Realwirtschaft, sich den Besteuerungen und anderen Zumutungen zu entziehen. In einem einzigen Bürohaus auf den Cayman-Inseln, dem Auckland House, residieren 18.000 Unternehmen. Geld wird mit Privatflugzeugen auf die Insel geflogen und die Überbringer werden mit Polizeieskorte zur Bank geleitet. Carlos Leda, Anführer des berüchtigten kolumbianischen Medellin-Drogenkartells, ist am Flughafen der Bahama-Insel Normans Cay von nackten Frauen abgeholt worden. Die nackten jungen Schönheiten waren Insulanerinnen. Briefkästen, Firmenschilder oder Schreibtische der 18.000 Unternehmen aber gibt es auf keiner dieser Inseln. Sie stehen alle in der City of London. Raymond Baker, Leiter von Global Financial Integrity in Washington, D.C., bezeichnet das Offshore-System als hässlichstes Kapitel der Weltwirtschaft seit der Sklaverei. Und der mexikanische Präsident José López Portillo hat 1982 gesagt, dass die Privatbanken mehr Geld aus dem Land getragen haben als die Kolonialreiche, die uns seit Menschengedenken ausgebeutet haben. Brasilianische und argentinische Dollaranleihen hatten damals eine Rendite von fast 45%. Das Vermögen der Zeichner konnte sich so in weniger als 2 Jahren verdoppeln. Gläubiger der Dollarschulden Brasiliens und Argentiniens waren zum großen Teil Brasilianer und Argentinier, die diese Anleihe über die City of London Offshore gezeichnet hatten. Henwies aus der ganzen Welt nutzen diese Schlupflöcher. Henwies steht für High Net Worth Individuals, Personen mit einem hohen Nettovermögen. Und sie benutzen sie als gigantische Waschmaschine für kriminelles Geld. Mit Anspielung auf die 300.000 Russen, die in London leben, wird auch von London Guard gesprochen. Die Domicile Rule Großbritanniens erlaubt es, im Land zu wohnen, aber nicht dort domiziliert zu sein und deshalb keine Steuern zu zahlen. 60.000 Non-Doms leben in Großbritannien, unter ihnen der indische Stahlmagnat Lakshmi Mittal, russische Oligarchen, saudische Prinzen, griechische Reeder und der in Sussex geborene Baron Michael Anthony Ashcroft, Mitglied des britischen Oberhauses, stellvertretender Vorsitzender der regierenden Conservative Party und Schatzmeister der International Democratic Union. Steuerlich ist er im mittelamerikanischen Belize domiziliert, der früheren Kolonie British Honduras. Von Piraten geplünderte Staaten.
Das Offshore-System erschwert die Regulierungsbemühungen der Staaten, weil es als Fluchtburg dient, wenn nationale oder auch internationale Regelungen dem Kapital missfallen. Es zersetzt auch mehr und mehr die reale Onshore-Wirtschaft. Die Offshore-Welt ist von Piraten, die die Festländer erpressen. Dazu gibt es viele Instrumente. Ein Unternehmen nimmt zum Beispiel einen Offshore-Kredit auf, die Kosten dafür mindern im Inland die Steuern. Private-Equity-Firmen gelingt es so, Unternehmensübernahmen mit Kredit zu finanzieren, die Schulden den übernommenen Opfern aufzubürden und die Gewinne aus der Finanzierung offshore und anonym zu kassieren. Im Fachjargon ein Leverage Buyout, eine mit Fremdkapital gehebelte Firmenübernahme. Fast 90% aller internationalen Kredite werden von Offshore-Banken vergeben. Sie sind das, was in der öffentlichen Diskussion immer ehrfurchtsvoll mit die Märkte umschrieben wird. Alle Welt zittert vor ihnen, unsere Politiker und ihre Berater bekunden immer wieder untertänig, dass wir diese Märkte nicht verunsichern dürfen. Ein weiteres Instrument ist das sogenannte Reinvoicing. Ein Händler in der City kauft Öl für 250 Millionen Dollar, zum Beispiel aus Angola. Der angolanische Geschäftspartner berechnet dafür aber 300 Millionen Dollar und leitet 50 Millionen auf ein offshore verwaltetes Privatkonto weiter. Global Financial Integrity schätzt, dass Entwicklungsländern durch Reinvoicing jährlich etwa 100 Milliarden Dollar an die Offshore-Welt verloren gehen. Es wird geschätzt, dass auf jeden Dollar ausländischer Entwicklungshilfe 10 Dollar illegal in Offshore-Finanzzentren abfließen. Der erste Schritt dieser Plünderung: Die Banken der City of London geben Entwicklungsländern Kredite in einer Größenordnung, die sie mit einer wenig entwickelten Infrastruktur gar nicht aufnehmen können. Der zweite Schritt: Die Experten der City zeigen den Führern dieser Länder, wie sie den Reichtum auf ihre privaten Offshore-Konten schmuggeln können. Der dritte Schritt: Die City veranlasst den internationalen Währungsfonds, die Staaten zu zwingen, die Schulden auch zu bedienen. Massenvernichtungswaffen. Ein Kredit ist immer mit einem Risiko behaftet. Wenn der Schuldner nicht mehr zahlen kann, bekommt der Gläubiger, der an den Schuldner geglaubt hat, sein Geld nicht zurück. Dieses Risiko haben die Finanzvirtuosen hinweg konstruiert. Sie haben Kreditausfallversicherungen erfunden, sogenannte Credit Default Swaps, CDS. Ein Kreditgeber wird von der Versicherung entschädigt, wenn der Schuldner nicht zahlen kann. Diese CDS können aber auch von Leuten abgeschlossen werden, die gar keinen Kredit gegeben haben und einfach nur auf die Pleite einer Person, einer Firma, eines Staates wetten wollen. Wenn diese Pleite kommt, werden sie bezahlt, auch wenn sie nichts verloren haben. Solche Papiere sind Brandbeschleuniger. Sie wirken so wie eine Feuerversicherung, die jemand auf das Haus seines Nachbarn abschließt. Wenn er dann das Haus anzündet und sich nicht erwischen lässt, kassiert er die Versicherungsprämie. Die Credit Default Swaps gehören zu den sogenannten Kreditderivaten. Ein Derivat, von lateinisch derivare ableiten, ist ein Finanzprodukt, dessen Preis vom Preis anderer Finanzprodukte abhängt. Wenn ich eine Tonne Weizen kaufe und warte, bis der Preis um 10% gestiegen ist, habe ich 10% verdient. Wenn ich mit einem Derivat auf den Preisanstieg des Weizens wette, kann ich meinen Wetteinsatz vervielfachen, obwohl ich gar keinen Weizen habe. Viele solcher Wetten führen irgendwie dazu, dass der Weizenpreis tatsächlich steigt. Im Jahr 2008, dem Jahr mit der höchsten Weizenernte seit Menschengedenken, hat er sich verfünffacht. Viele Millionen Menschen sind in Hungertod gestorben. Es war ein Massenmord. 2011 hat die Wirtschaftsleistung der ganzen Welt 70 Billionen Dollar betragen. Über die Hälfte dieses Handels ist schon vor 10 Jahren auf dem Papier über Steueroasen abgewickelt worden. Inzwischen ist dieser Anteil wohl weiter gestiegen. Die Gewinne fallen so in den Steueroasen an. Auf dem Markt für Derivate sind 2011 aber 708 Billionen Dollar umgesetzt worden, mehr als das Zehnfache. Dieser Markt wird von internationalen Bankgeschäften und Anleiheemissionen gespeist, die zu 85% offshore abgewickelt werden. Die Narbe dieses globalen Finanzkorsfelds ist die City of London. Hier werden die finanziellen Massenvernichtungswaffen konstruiert, mit denen sich der Finanzsektor in der Krise die ausgebluteten Staaten untertan macht. Bei einem Treffen des Wirtschaftsausschusses der Vereinten Nationen am 14. September 1994 hat David Rockefeller die Strategie offenbart: Alles, was wir brauchen, ist eine richtig große Krise. Der Krieg gegen den Euro. Die Krise soll den Euro treffen, denn der wird dem Euro-Dollar-Markt
der Währung, mit der die City of London unbegrenzte Kredite vergibt, bereits gefährlich. 40% der weltweiten Transaktionen werden in Dollar abgewickelt und 20% in Euro. Als der Irak auf Euro umsteigen wollte, ist er bombardiert worden. Als Libyen auf Euro umsteigen wollte, ist es bombardiert worden. Großbritannien war jedes Mal an vorderster Front dabei. In Griechenland geht es auch ohne Bomben. Die Methoden sind verfeinert worden. Die öffentliche Pro-Kopf-Verschuldung eines Griechen ist 30.000 Dollar, die eines Amerikaners 200.000 Dollar. Und die Gesamtverschuldung pro Kopf der Bevölkerung ist in Großbritannien die höchste der Welt. Griechenland ist aber möglicherweise ähnlich ölreich wie Libyen und wird seit dem 11.11.2011 von Lukas Papademos regiert. Sein Vorgänger George Papandreou wollte noch das Volk fragen, ob er dem Diktat der internationalen Gemeinschaft zustimmen soll. Aufgrund dieser Idee hat ihn die internationale Gemeinschaft innerhalb weniger Tage zum Rücktritt gezwungen. Er hätte den Finanzsektor fragen müssen. Die neuen Kolonialherren in den Finanzzentren zwingen Griechenland gerade zu umfassenden Privatisierungen. Die Akropolis zum Schleuderpreis, in jedem Fall die Infrastruktur des Landes, Häfen, Telekommunikationsnetze, Verkehrssysteme, viele Inseln und die Ölgründe im Mittelmeer. Sie werden bald in den Händen angelsächsischer Konzerne sein. Als Premier Mohammad Mossadegh die Ölreichtümer des Iran für sein Volk haben wollte, ist er gestürzt worden. Der Schah von Persien hat das Tauschgeschäft mit den britisch-amerikanischen Ölgesellschaften und ihren Geheimdiensten gemacht. Den Thron einer Diktatur gegen Öl. Mit solch einem Tauschgeschäft würden Saddam Hussein und Muammar al-Gaddafi noch leben und ihre Länder regieren. Sehr ähnlich war das Tauschgeschäft der sieben Herren von Jekyll Island mit Woodrow Wilson, das Präsidentenamt gegen eine private Zentralbank. ESM, Ermächtigungsgesetz für einen Staatsstreich der Mafia. There are two ways to conquer and enslave a nation, hat Adam Smith vor 250 Jahren gesagt. One is by sword, the other is by debt. Es gibt zwei Wege, eine Nation zu erobern und zu versklaven. Der eine ist durch das Schwert, der andere durch Verschuldung. Bei Griechenland ist der zweite Weg gewählt worden. Aber es geht nicht um Griechenland. Es geht um die Dollarkredite, welche die City of London vergibt und die sie nur so lange vergeben kann, wie der Dollar Weltleitwährung ist. Die Verbindungen zwischen der City of London und der Wall Street sind eng. Auch die Wall Street lebt von der Weltleitwährung Dollar. Der Ärmelkanal zwischen dem Pfund Sterling und dem Euro ist breiter als der Atlantik zwischen dem Dollar und dem Pfund Sterling. Die Europäische Zentralbank würde einen Euro-Kreditmarkt der City of London verhindern wollen und verhindern müssen. Deshalb muss der Euro zerschossen werden. Damit nicht nur die Griechen, sondern auch andere Europäer nicht mehr befragt werden können, soll der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM mit einem Grundkapital von 700 Milliarden Euro die Rettung bringen. Er muss schnell reagieren können. Die Finanzmärkte sind ungeduldig. Demokratie irritiert die Märkte. Deshalb müssen die ESM-Mitglieder jedem Kapitalabruf unwiderruflich und bedingungslos innerhalb von 7 Tagen nachkommen. Die Herrschaft des Finanzsektors über die Dollarwelt wird auf diesem Wege auf die Eurozone ausgedehnt. Der ESM soll gerichtliche Immunität genießen, seine Räumlichkeiten, Finanzwerte und Vermögenstitel sind unverletzlich, sein Personal kann vor keinem Gericht belangt werden. Er soll die City of London der Eurozone werden. Aber es ist ein Verein, aus dem seine Mitglieder nicht mehr austreten können, dem also die Staaten und ihre Regierungen unterworfen sind. Wer einmal bei der Mafia ist, kann, wenn ihm sein Leben lieb ist, auch nicht mehr austreten. So erfüllt sich Adam Smiths Vorhersage. Die City of London vollendet das, was der königlichen Marine nicht gelingen konnte, die Unterwerfung der Welt durch Verschuldung.